Attack wäre natürlich nicht komplett ohne eine umfangreiche Effektsektion. Wie man diese bedient, will ich nun zeigen. Es stehen insgesamt 8 Effekte zur Verfügung. Im Einzelnen sind das Delay, Skid, Filter, Phaser, Flanger, Echo, Transform und Pan. Die Effektparameter kann man sich in diesem Fenster anschauen. Es klappt auch, wenn man Shift und FX-Drehregler 1 oder Drehregler 2 drückt. Da das Fenster skalierbar ist, kann man es sich an seinen Bildschirm gemäß anpassen. Ich werde das Fenster während dieses Tutorials geöffnet lassen, um das Geschehen zu verdeutlichen. Im normalen Betrieb ist es aber nicht erforderlich, das Fenster geöffnet zu haben. Sämtliche Funktionen können mit dem Digital Jockey erreicht und gesteuert werden. Einen der Effekte wählt man aus, indem man Shift und Activate 1 oder Activate 2 drückt. Dies sind die Knöpfe unter den FX-Drehreglern. Nun kann man durch die Liste durchschalten. Der gewählte Effekt wird mit Activate zugeschaltet. Jeder Effekt hat 2 Parameter, die eingestellt werden können. Dafür sind auf dem Digital Jockey diese beiden Drehregler zuständig. Parameter 1 ist in der Regel für Einstellung der Frequenz oder Effekttiefe zuständig, Parameter 2 für die Taktung des Effektes. Mit dem Regler kann man zwischen 1/4 und 4 Takten umschalten, damit sind die Effekte immer taktgenau. Sollen Feineinstellungen getätigt werden, so geht das, indem man den Drehregler herunterdrückt und gleichzeitig dreht. Nun wird der einzustellende Wert in einer Schritten erhöht bzw. erniedrigt. Die Effektsektion kann ebenfalls mit dem Jogwheel gesteuert werden. Das funktioniert so. Der Reverse-Schalter sorgt normalerweise dafür, dass der Track rückwärts läuft. Shift und Reverse schaltet um zwischen Reverse FX1 und FX2. Ist einer der Effekte gewählt, so aktiviert ein Druck auf Reverse die Jogwheel-Kontrolle des Effektes. Nun kann Parameter 1 mit dem Jogwheel gesteuert werden. Soll Parameter 2 verändert werden, so muss man gleichzeitig Shift gedrückt halten. Die Effektsektion macht einen Heidenspaß. Die notwendigen Tasten- und Tastenkombinationen sind flugs gelernt und ermöglichen einen kreativen Umgang mit den Effekten. Dieses Tutorial kann selbstverständlich nur an der Oberfläche kratzen. Die ganze Tiefe der Effektsektion ist nur durch Ausprobieren erfahrbar. Dabei wünsche ich viel Spaß.